Radweg geht los in Blankenheim und endet letzten Endes dann in Kripp an der A-Mündung, wo die A in den Rhein mündet. Den schönsten Teil haben wir heute sicherlich abgedeckt. Der ist von Altena bis Ahrweiler oder von Ahrweiler bis Altena. Da ist halt wirklich sehr viel, was man sieht mit Brücken, mit Tunnels. Man sieht die Weinregion. Man kann sich quasi aufs Fahrradfahren konzentrieren und muss nicht auf den Autoverkehr achten. Der A-Radweg meiner Meinung nach ist für den gemütlichen Fahrer da, der sich die Region anschaut, der anhält, um Kaffee zu trinken und Wein zu trinken. Der sportive Fahrer fährt eher auf der Straße. Man kann auch in der Eifel wirklich viele Berge fahren. Und die Region ist zum Radfahren eigentlich optimal. Eine richtige Lieblingsstelle habe ich nicht. Jeder Abschnitt hat seine Besonderheiten und seine Vorteile. In den Ahrweiler ist das Tal auch deutlich breiter, man kann also viel breiter schauen. Stellenweise macht es natürlich auch was aus, wenn man durch die schmalen Tunnel fährt und so weiter in Richtung Maichos. Es hat überall was Besonderes.